Ah, hi. Onigiri-Sensei. Sie haben wir da, sehr gegrüßt, mein kleiner Wolfsfreund. Hä? Hey, Großwürdige, was machst du hier? Ich bin so schwer zu fassen wie meine Kampffähigkeiten, Freund. Egal, ob es, eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der kahlste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Was hat dich hierher gebracht? Suchst du schon wieder meine Anleitung in den Kurs des Kämpfens? Hey, cool, Doppelsprung. Oder Gelände, das zu hart ist. Perlentechnik, Schwerttechnik, Göttertechnik, Spiegelschrei, Göttertechnik, goldene Wut, Göttertechnik, brauner Zorn. Ja, machen wir mal die goldene Wut, weil auf die habe ich gespart. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah, oh. Wow. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Ich bin jetzt übrigens pleite. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Goldene Wut trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Goldene Wut, Göttertechnik-Tipps. Drücke während des Kampfes leicht F, um den Feind zu beleidigen. Das verursacht, dass dein Gegner einen Dämonenzahn fallen lässt. Nun, hast du alles verstanden? Ja. Gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle. Diese Technik kann nur von den Besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainiere, bis deine Muskeln schmerzen. Dann trainiere noch mehr. Was? Ich pinkel sie an? Deswegen ist es wohl goldene Wut, hä? Jo. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfolg in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie die Selbstverbesserung vergessen. Ich bete, dass du das nie vergisst. Okay, jetzt brauche ich wieder sehr viel Yen, um die beiden Bewegungstechniken zu lernen, die er mir beibringen kann. Also den Double, vor allem den Double Jump und das Buddeln hier an solchen Orten. So, kurz ausruhen und weiter geht's. Ah, da sind schon die ersten Gegner, denen wir das probieren können. Oh, er lässt tatsächlich die Mondzähne fallen. So, wenn du da so schön liegst. So.
Wahrscheinlich hätte ich dich auch noch anpinkeln können. Na, Zeit gut, Schaden nicht so gut, weil ich einmal getroffen wurde. Was hast du für ein Problem? Wo ist der hin? Ich weiß einfach nicht, wo mein Inaba hingegangen sein könnte. Das ist eine der Gefahren, wenn man ein Haustier hat. Hast du ihn gesehen, Welpe? Warum alles in der Welt ist mein kleiner Inaba hin? Hast du ihn vielleicht irgendwo gesehen, Welpe? Ich weiß nicht mal, was dein Inaba ist. Da, noch ein Gegner, den wir anpinkeln können. Also Gegner, wenn sie grau werden, anpinkeln. Das ist auch eine tolle Taktik. Nicht wirklich, eigentlich. Hey, Kumpel. So. Du bist hinüber. Wir haben eine Dämonenzahn von dir, ist schön. Und kriegen wieder Geld. Libellenperle. Achso, füttern, das sind Katzen. Hier, Fisch. Das sollte jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Glück bringen. Ja, 6, wow. Lassen wir mal Tag bleiben. Oh. Die sieht schlecht gelaunt aus. Ah. Jetzt fliegt sie. Jetzt haben wir einen Dämonenzahn aus hier raus. Okay. Schirm wegpusten, wenn sie den rausholt. Bestiarium. Ubume, ein Vogel, der von der Seele einer Frau besessen ist, die durch das Schwert eines Samurai starb. Sie hat keine Probleme, jeden Schwertangriff mit ihrem Ringschirm abzuwehren. Dann verschwendet sie keine Zeit und startet mit ihrer dunklen Essenz einen Gegenschlag. Ein großer Mönch rät dazu, einen Vorteil aus diesem Verhaltensmuster zu ziehen. Wenn der Schirm sich zum Blocken öffnet, blase ihn mit Wind zurück. Die Kreatur erinnert sich dann an ihr Leben als Frau und stellt den Angriff ein. Mhm. Und Techniken. Oh, die ist ziemlich weit unten, die Göttertechnik Goldene Wut. Ja. Pinkel Gegner an. Göttertechnik ausweichen. Ich habe noch nicht mal so viele Techniken, fällt mir gerade so auf. Kein Zugang ohne Erlaubnis. Ein Stahlfaustsage. Ein rotes Dämonentor. Oh, das könnte böse werden. Was passiert, wenn ich reingehen will?
Gucken wir einfach mal. Stadt Saiyan, Bürgerviertel. Hä? Was soll denn? Ich dachte, die große Stadt würde ein aufregender Ort sein. Was ist denn das für ein abgefahrener Nebel? Das sieht ja richtig ungesund aus. Ich frage mich, ob man ein normales Leben mit diesem Zeug führen kann. Ich gehe erstmal wieder hier raus. Ich guck mal, wo der andere Weg hinführt und was noch auf den Schildern so steht. Und das hier oben etwas ist, das ich nicht ausgraben kann. Hier ist Supi. Links nördliche Ryoshima-Küste, geradeaus zur Stadt Saiyan. Oh, hier ist versperrt, aber hier sind Pferde, die gern Grünfutter haben wollen. Ich muss echt gerade überlegen, will ich auf einen weiteren Magen sparen oder will ich mal mein Tintenfass upgraden? Was ich nicht upgraden kann, weil dafür brauche ich auch 300 Lebenspunkt mehr. Ja. Ne, ich spare mir mal das Glück auf. Kanamon-Tor. Tag. Was ist los, Welpe? Möchtest du durch das Kanamon-Tor? Da musst du zuerst mit meinem Kollegen sprechen. Hey, Welpe, weißt du eigentlich über den Mondturm Bescheid? Du weißt schon, das Gebäude am Fuße des Onoko-Tempels. Ich habe gehört, dass der Anblick des Bodens von dort aus unglaublich sein soll, aber für mich ist es da viel zu hoch, als dass ich da hochgehen könnte. Das gehört zu meinem kleinen Wünschen eines Tages, von dort aus den Mond zu betrachten. Aber ich müsste zuerst das Springen im Dojo lernen. Du siehst ein bisschen schwer auf den Füßen aus. Schätze, das bedeutet für dich auch das aus, was? Ich würde so gerne den Anblick des Mondes vom Mondturm aus sehen. Du weißt schon, das Gebäude am Fuße des Onoko-Tempels. Aber für mich ist es viel zu hoch. Ja. Das kennen wir alle schon. Was sagst du? Das hier ist das Kanmon-Tor. Es befindet sich zwischen der Nord- und Südhälfte der Ryoshima-Küste. Viele der schönsten Aussichtspunkte liegen da hinter uns. Leider sind sie im Moment alle voller Monster. Das Kanmon-Tor hier hält sie aber auf. Natürlich sind hier früher viele Reisende durchgekommen. Ja, okay, wir dürfen nicht durch. Lassen wir das Tor da mal stehen. Kümmern wir uns erstmal um das andere Tor. Komm runter da. Mach Wind. Vielleicht müsste ich die nochmal wegblasen, bevor ich sie ganz töte, damit sie nochmal Dämonenzähne droppen. Aber hey, das hat uns Grünück gebracht und Karnickel, dem wir Grünfutter geben können. Da sind ziemlich viele Karnickel, das heißt, wir dürften hier ein bisschen was an Glück abstauben können. Na, immerhin 8. Ja, und wir kriegen netterweise das Grünfutter gleich zurück. Oh, die Rollen respawnen. Was ist Welpe?
Ich will mal verkaufen. Fische haben wir, glaube ich, keine doppelt. Ah, doch, ein Flusskrebs. Sachen will ich keine verkaufen, aber Schätze. Wie gesagt, alles, wo wir mehr als einmal haben, verkaufe ich. Weil was bringt es mir, das zu horten? Außer jeweils eins von jeder Sache. Okay, mit dem Geld gehen wir zum Dojo zurück und lernen noch mehr Techniken. Da werde ich einen Safe am Spiegel machen drüben. Und ja, dann werden wir versuchen. Zum Schiff zu schwimmen. So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner Wölfischer-Freund. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Ja. Na, für die haben wir genau genug Geld. 5 Winde. Kugelhammer-Geddon. Fügt dritten Treffer zu einer Schwertangriffskombination hinzu. Spiegel als Haupt- und Nebenwaffe erhöht die Angriffskraft. Brauner Z... Nein. Wie das schon klingt, nachdem ich weiß, wie goldene Wut heißt, geht. Okay. Heiliger Adler. Also, dass ich dazu entschied, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ja. Er wird sich nicht zurückhalten, wie immer. Ist auch cool, wie er jetzt sein Schwert anders hält. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und ich werde dich testen. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Heiliger Adler trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Heilige Göttertechnik-Tipps. Drücke Space, um in den Himmel aufzusteigen. Drücke sofort auch einmal Space in der Luft. Du stößt dich noch einmal ab in der Luft und schwingst dich auf zu neuen Höhen. Umso länger und härter du drückst, umso höher kommst du. Nun hast du alles verstanden? Ja. Nun dann. Ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast. Ja. Technikschriftrolle. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geiste. En garde. Ah. Okay. Gut gemacht. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegsgeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesen verdorbenen Kreaturen die wahre Natur eines Kriegers. Ein heiliger Knochen im sogar erhalten. Ja, wir können Doppelsprung. Yay. Hör zu, Wolf. Erfahrung ist in einer Fähigkeit zu gewinnen, ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Weg zur Selbstverbesserung verlieren. Du hast den Mondsichelturm hier an der Roshia-Küste gesehen, oder? Damit könntest du sogar dort hinaufspringen. Übe das oft. Ich bete, dass du niemals vergisst, was es bedeutet, ein echter Krieger zu sein. Ja. Ich will aber noch die Grabetechnik haben. Wenn das mal nicht... Ja. Genau, der Buddelkönig. Also hast du dich dazu entschieden, nicht weiter... Ja. Das kann ich überspringen, es ist ja immer dasselbe Gerede. Hm.
So,